Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer die Geschichte des Bonn-Berlin-Gesetzes und des Ausgleiches verfolgt, der kann, wenn man an die Anfänge zurückschaut, sich daran erinnern, dass das Thema Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit dem Umzug der Regierung und dem Umzug der Hauptstadt eine große Rolle gespielt hat. In den Debattenbeiträgen von damals im Protokoll über diese Debattenbeiträge findet man das Wort Glaubwürdigkeit fast 200 Mal. Glaubwürdigkeit hat aber auch etwas damit zu tun, dass Verträge eingehalten werden und dass Verträge, wenn man sie verändern will, immer nur mit den Vertragspartnern verändert werden können. Und genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle stimmt alles, was man damals gesagt hat, schon heute nicht mehr. Es ist längst so, dass nicht mit den Vertragspartnern gesprochen wird über eventuelle Veränderungen, sondern dass der Vertrag kontinuierlich gebrochen wird. Der Vertrag wird seit Anfang der 90er Jahre unter anderem deswegen gebrochen, weil damals gesagt worden ist, mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in den Ministerien sollen in Bonn verbleiben. Als es Anfang der 90er Jahre beschlossen worden ist, waren es über 11.000, die in Bonn waren und etwas über 6.000, die in Berlin waren. Heute sind es über 10.000 in Berlin und etwas über 8.000 in Bonn. Und die Tendenz geht dazu weiter. Die Tendenz geht weiter bei dem Verteidigungsministerium. Deswegen haben wir unter anderem vor einem Jahr hier eine Debatte geführt. Die Tendenz geht aber auch weiter im Wissenschaftsministerium. Und ich sage Ihnen, das ist unter anderem ein besonders ärgerlicher Fall deswegen, weil im Rahmen des Ausgleichsvertrages in Bonn erhebliche Millionen, Hunderte von Millionen in Gebäude investiert worden sind, um den Wissenschaftsstandort Bonn im Rahmen des Ausgleichsvertrages zu halten. Trotzdem, und wer durch Berlin geht, kann das in diesen Tagen gut beobachten, wird in Berlin ein Ministerium gebaut für über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, obwohl in Berlin nur 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wissenschaftsministeriums sein sollen. Ich habe es schon einmal gesagt, das ist eine Frage der Scheinwirtschaftlichkeit, die hier künstlich aufgebaut wird, weil in den Kostenmieten als Vermietungsmieten weit über 30 Euro pro Quadratmeter berechnet werden, um dann in einigen Jahren festzustellen, dass man diese Erlöse nicht erzielt und damit dann eine Wirtschaftlichkeit herstellen kann, wenn der Rest des Ministeriums nach Berlin umzieht. Auf diese Art und Weise und nicht nur an dieser Stelle, der Bundestag macht an vielen Stellen Ähnliches, wird seit Jahren getrickst und der Vertrag gebrochen. Und meine Damen und Herren, es ist nicht alleine ein Problem, wenn ein Vortragsreisender etwas sagt, was gegen das Gesetz verstößt, sondern es ist ein Problem des täglichen Regierungshandelns quer durch die Regierung der letzten 10 Jahre. Und lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen. Wenn wir es nicht schaffen, die öffentliche Debatte zunehmend für uns einzunehmen und auch mit Verbänden in den Streit zu gehen, wie zum Beispiel dem Bund der Steuerzahler, der sich ernsthaft dazu erklärt hat, aus Effizienzgründen müsste es einen Gesamtumzug nach Berlin geben. Wenn es uns nicht gelingt, mit all den guten Argumenten, die hier heute teilweise schon genannt worden sind, tatsächlich dagegen anzugehen, unter anderem dem Argument, dass der Teilungsbericht des Bundestages festgestellt hat, dass über 5 Milliarden für den Umzug nötig seien, während wir jedes Jahr diese angebliche Kostenlawine in nur, ich sage bewusst nur, ärgerlich genug ist es, in Höhe von 20 Millionen haben. Wer also nicht einmal den Bund der Steuerzahler dazu bewegt kriegt, davon abzurücken, dass es gut ist, wenn nach Berlin umgezogen ist, angesichts dieser vom Bundesrechnungshof dargelegten Argumente, der darf sich nicht wundern, dass in Berlin es immer mehr gang und gäbe wird, sich über diesen Vertrag hinwegzusetzen. Deswegen mein Appell an alle zusammen. Es nützt nichts, an der einen Stelle über Herrn Steinbrück zu schimpfen, an der anderen Stelle über Herrn de Maizière, an der nächsten über Frau Chavan oder über Herrn Trittin oder wen auch immer. Wir müssen uns dazu verständigen, dass wir insgesamt als Parlament, übrigens egal wer nach der Bundestagswahl regiert, einen Einfluss haben. Einen Einfluss haben darauf, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, Glaubwürdigkeit, Verträge einhalten, auch für Nordrhein-Westfalen, auch für die Region Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Ahrweiler gilt. Und wenn uns das nicht gelingt, über die Fraktionsgrenzen hinweg und über die Parteigrenzen hinweg, dann werden wir uns hier noch oft treffen und werden oft das Schicksal bejammern
ohne etwas zu verändern. Deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns zusammen in Bezug auf die Bundestagswahl daran arbeiten und vergessen wir nicht, auch wer immer die Regierung bildet, dann hinterher daran zusammenarbeiten, das zusammenzuarbeiten. Das jedenfalls wäre mein Wunsch am heutigen Tage. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion